Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. So, wir gucken uns, was wir nehmen. Speed finde ich gut. Bei dem Rhino hätte ich natürlich genau die richtigen Einheiten wieder, ne? Aber wir nehmen mal Speed und gucken mal, was so läuft. Ich will mal nicht, ich will nicht wieder Steelboards plus Crawler spielen. Das ist einfach zu stark. Ne, ist auf jeden Fall sehr stark. Gut. Also ich habe jetzt Speed und er hat mehr Supply. Können wir bitte tauschen? Gut, also auf jeden Fall, mein Gegner hat ungefähr 40.000 Punkte, das ist wohl nicht das Schlechteste. Ich habe zwar so ein bisschen Angst, flankiert zu werden, aber ich will es in der ersten Runde mich nicht zu breit aufstellen. Weil ich befürchte, dann einfach überrannt zu werden. Ich kann die Phoenix so einen Ticken weiter nach außen stellen für potenzielle Flanken später. Wobei die ja eh nicht so Knaller sind gegen. So, jetzt brauche ich noch eine für die letzten 200 Punkte. Ja, was halt so gar nicht hat, ist irgendwas gegen einen Rhino. Deswegen stelle ich. Wobei, er stellt vielleicht Marksman auf, gell? Ich stelle meinen Rhino auf, aber auf die Flanke. Ich glaube, es wird eh eine Katastrophe, die Runde hier. Mal gucken. Bin unsicher. Ja, komm, Marksman. Er ist natürlich genau auf der richtigen Seite. Jetzt den Satelliten gestellt. Oder wie man es sieht. Zumindest überlebt es mit Arclight. Vielleicht war es auch für mich die richtige Seite. Kann man so oder so sehen. Aber jetzt mein Rhino stirbt natürlich jetzt einfach. Ja, das ist eine Riesenkatastrophe. Okay, das lief gar nicht gut. Gut, die Runde war nichts. Jetzt habe ich auch noch aufgelevelte Crawler wahrscheinlich gegen mich. Ja, immerhin nur die und der Marksman auch gut gelevelt. An meinen Phoenixen. Das lief gar nicht gut. Mal schauen, ob wir das noch wieder hinkriegen können. Recruitment Cost of Giants. Sehr unwichtig erstmal. Ich muss gerade überlegen, was ich jetzt baue. Ich brauche jetzt halt irgendwas, was seine Einheiten kontert. Ich glaube fast, ich will Steel Balls haben. So, die muss ich einen Ticken weiter hinten aufstellen. Aber auch nicht zu weit hinten. Die soll ja schon tanken für meine Rhinos. Für meine Rhinos, zeig ich schon für meine Arclight. Der hat auch. Ja, ich muss jetzt mal so, dann sind die Flanken jetzt auf jeden Fall ausreichend abgedeckt. Und wir können mal schauen, ob das klappt. So, jetzt wird wieder der Rhino geslowt. Wichtig. Boah, was hat der das Upgrade für die Raketen ausgegeben oder was? Anscheinend. Ja, ist ein bisschen schwierig, dass ich überhaupt keine Modelltanks habe. Ob ich aus der Nummer nochmal rauskomme, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Schwierig, 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 schwierig. Hatte ich letzte Runde mal gebraucht. Mechanical Division kostet mich 300. Dann habe ich noch 250 über. Ich probiere mal was. Können wir das so splitten, ja, ist echt geil. Ich will irgendwas haben, was vor meinen größeren Einheiten rumläuft. Ich meine, er hat halt die beste Fähigkeit. Und die 50, das heißt, die Satelliten praktisch for free für ihn.
Und dafür habe ich halt die Movement Speed. Naja, bis muss hier so eine Crawler-Flanke. Ja, ohne die Flanke hätte es jetzt gar nicht so schlecht funktioniert, gell? Würde ich fast behaupten. Ich verliere zwar hier die Seite auch, aber das liegt halt auch daran, dass die Einheiten von der Flanke rübergekommen sind. Und dass der Debuff dann drauf war. Das heißt, im Großen und Ganzen könnte das schon noch klappen. Andererseits ist, glaube ich, jetzt die Antwort einfach Stormcaller mittlerweile. Muss mal schauen. Allerdings sind die Stormcrawler hier gegen die Crawler nicht so gut. Ja, ich habe leider schon sehr viel Punkte jetzt abgegeben, weil ich den Anfang komplett verdödelt habe. Es wird nicht einfacher. So, Underground, Orbital, tralalala, Heavy Armor. Puh. Die haben Range ausgegeben. Das ist gar nicht so schön für ihn. Das ist gar nicht so schlimm. So, ich könnte jetzt einfach sagen, hole mir die Heavy Armor. Pack mir jetzt einfach hier einen Rhino hin, damit das Thema hier schneller durch ist. Level den auf. Holen wir noch mal mindestens einen Steel Ball. Hat er da schon Upgrades auf den Crawlern ausgegeben? Hat er nicht. Defense Upgrade. Ich meine, wir müssen die Strategie jetzt hier schon halbwegs durchziehen, gell? Ah, ich wollte mir eigentlich unbedingt noch ein Beacon holen. Die Frage, ob es das jetzt hier wert ist. Ich teste es mal. Ja, das Problem ist halt mit diesen Distraction Moves hier, bringt halt meine ganze Formation durcheinander. Ich komme halt nie dazu, wirklich sinnvoll anzugreifen. Das heißt hier, fightet alles von mir in Wellen jetzt gerade deswegen. Und das spielt ihm natürlich extrem in die Karten, aber zumindest funktioniert mein Ryan jetzt immer so ein bisschen. Immer noch nicht gut, aber ein bisschen zumindest. Ah, das Problem war halt aber die Distraction hier in der Mitte auch noch. Ja, vielleicht muss ich sowas in der Art auch einfach gleich mal starten, dass ich vielleicht einmal eine Runde normal fighten kann, ohne dass ich die ganze Zeit von hinten irritiert werde und er halt nicht. Weil ich halt die ganze Zeit hier mit Debuffs fighten muss, ansonsten würde ich das glaube ich auch gewinnen. Also mega schlimm sieht es gar nicht aus. Ne, er hat jetzt Sledgehammer, hat halt gegen Air Units, gegen Air Spam hätte er nicht so viel. Ich könnte auch Wespen überlegen. Das muss ich halt mal probieren. Ne? Ich meine, im Endeffekt, er wird höchstwahrscheinlich jetzt Schilde ausgeben. Wir gehen mal auf die Seite. So, die haben Upgrade bekommen. Ist es das? Ich weiß es nicht. Wenn ich Pech habe, nuke er mich diese Runde halt aber direkt weg. 250 kosten mich die Upgrade in Steel Balls. Das heißt, ich könnte die jetzt einfach holen. 3 Stück.
Also area-technisch hat er eigentlich eh gar nichts am Start, ne? Was hat er gemacht? Der macht die Tank hier. Hat er noch was in die Flanken gestellt? Hier hat er noch eine Flanke gestellt. Diese Flanken sorgen halt aber dafür, dass ich in Wellen angreife, ne? Und das ist halt ein Riesenproblem. Wobei es natürlich der Orbitalschlag für ihn ein Riesenproblem war. So. Bitte sag mir, dass der Ryan jetzt mal auflevelt. Na komm, nee. Anscheinend leider nicht. Der zumindest. Der auch nicht. Kriegen aber keine Exp. Der gehört dem Rhino. Das schafft er, oder? Zack. Ein Level für einen Rhino, Gott sei Dank. So. Increase Attack ist auf jeden Fall gut. Upgrade, Upgrade. Upgrade, 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 Upgrade. Jetzt hören wir langsam auf mit den Upgrades. Ja, hier kann ich einfach eine Flanke reinstellen. Ich hätte überlegt, mir auf jeden Fall einen Nuke zu kaufen für die Runde, gell? Hab ich gesagt. Und wir halten es ja an das, was wir sagen. Die Crawler-Flanke geht trotzdem. Ich glaube, da gebe ich jetzt keinen Kredit aus. Auch wenn es natürlich ein bisschen riskant ist. Aber ich will einfach eine Distraction jetzt mal haben. Ich meine, ich kann ihm ja immer das gleiche spielen, was er mir spielt. Ah, hier die Parasitic. Das hätte ich mir mal holen sollen. Das hat er eigentlich Upgrades für seine Crawler? Nee, hat er nicht. Ups. Na komm, runter mit dir, Bombe. Sehr schön. Der Rhino funktioniert. Okay, der wird es gleich nicht mehr funktionieren, aber dafür haben wir jetzt gewonnen überall. Das Problem ist, dass wir nächste Runde keine Nuke mehr haben, außer wir ziehen jetzt eine neue. Reicht auch nicht. So. Range. So, ganz ehrlich, brauche ich Range? Nö. Range ist so vollkommen interessant für mich. An sich eine der geilsten Karten überhaupt, aber für mich ist komplett interessant. Soll die jetzt langsam mal funktionieren? Was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist irgendwie ein Crawler-Upgrade. Und ich glaube, am coolsten wäre es einfach noch mehr zu haben, um mehr Tanks zu haben. So. Der muss upgraded werden. Die Phönixe sind mir jetzt gar nicht so wichtig. Mir geht es hier vor allen Dingen um meine Steel Balls. Jetzt habe ich noch genau 500. Das schreit ja eigentlich. Aber es ist die letzte Runde, gell? Den Speed möchte ich haben. Moment. 250, 600. Hier. Und die Blunt. Ich weiß nicht, ob es so schlau von ihm war, die Flaggen wegzunehmen, weil ich glaube, die waren eigentlich ziemlich gut von ihm. Er hat es einfach verkauft, aber ich
weiß nicht, ob es so schlau war. Okay. Ich hätte nochmal ein Upgrade für meine Dings vergeben sollen. Vielleicht für meine Rhinos. Andererseits habe ich auch nur zwei. Der eine stirbt, der andere überlebt eh und macht hier einen guten Job. Jetzt wird er jetzt auch fokussiert von einem Marksman. Aber einen kann er eine Weile lang tanken. Okay, es war anscheinend doch noch nicht die letzte Runde. Oder? Ich glaube, er gewinnt das wahrscheinlich knapp. Ja, wobei... Ne, ich gewinne das. Aber die Frage ist, ob ich zu knapp gewinne. Jetzt kriege ich gleich den Debuff drauf, aber er kriegt auch einen neuen. Das ist wichtig. Jetzt haben wir beide den Debuff drauf. Was hat er denn hier eigentlich stehen? Panzer mit Schilden, okay. Gut. Können ja schon mal rechnen. Also wenn die Phoenix überleben und der Rhino, dann habe ich ja dann schon 600. Das heißt, eigentlich müsste das reichen. Wäre schon mal gut gehen. Ja, war eine spannende Runde. Ich hätte zwischenzeitlich nicht mehr gedacht, dass ich das schaffen kann, aber dann hat meine Strategie irgendwann doch funktioniert. Ich musste halt komplett umbauen. Ich habe ja, glaube ich, mit Arclights und Phoenixen angefangen. Und habe dann aber einfach für mich entschieden, dass irgendwie Steel Balls eine coole Idee waren, weil das Problem ist, ich muss halt irgendwie tanken. Ich meine, gegen Marksman und Sledgehammer und Modell tanken fand ich dann auch schwierig. Und von da war halt der Gedanke, dann wieder so einen Mix zu machen aus Crawlern und Steelboards, beziehungsweise einfach die Steelboards dazu bringen, Crawler zu spawnen, dass die dann irgendwann für die das Tanken übernehmen. Vielleicht hätte ich irgendwie noch ein paar mehr Crawler reinpacken müssen, aber die wären wahrscheinlich einfach direkt beim Ansturm gestorben. Also von daher passt es so eigentlich ganz gut, denke ich. Bei dir oben kommt gar nichts gerissen, aber sie haben halt ein bisschen verzögert, wie bei mir halt auch. Aber gar nicht mal so sehr anscheinend. Ja, doch, der Marksman geht da noch mit drüber. Ja, ich glaube, was ein großer Fehler von ihm war, war auf jeden Fall das Range-Upgrade hier auf den Marksman. Da hätte er lieber Elite-Marksman ausgegeben oder Quick Reload wäre auch eine gute Idee gewesen. Also wäre auf jeden Fall alles besser gewesen als die Range. Das hier weiß ich auch nicht. Wenn man weiß, dass man gegen viele Crawler spielt, ich meine, klar, gegen die Steelballs ist es besser. Aber gegen die Crawler weiß ich nicht. Und da wäre vielleicht auch einfach hier das Mechanical Rage besser gewesen. Dann haben die halt, schießen die halt alle 3, alle 4,5 Sekunden. Ich glaube, das. Ich meine, klar, mehr DPS machen sie so, aber ich glaube, da die viele kleine Ziele als Target haben, war das keine so schlaue Idee von ihm. Aber vielleicht liegt auch falsch und die haben gut performt gegen die Steelballs. Ansonsten an der Stelle mal sorry für diese verschnupfte Nase, ich werde die auch gleich wieder putzen, aber das hält immer kein ganzes Spiel lang, da ist wieder voll nach dem Spiel. Die Pollen ziehen mich da ein bisschen Mitleidenschaft gerade. Ja, nee. Ansonsten hier, ich bin jetzt hier bei meinen Standard-Upgrades geblieben bei der Taktik. Einmal was für die Replika für die Crawler und die Mechanical Division für die Steelballs und dabei habe ich es auch belassen. Vielleicht wäre hier nochmal das Upgrade Wreckage Recycling gut gewesen, damit ich ein bisschen HP wieder kriege mit denen. Wobei ich weiß auch nicht, ob es den hier auf der linken Seite besser hätte laufen lassen. Und der rechts hat es überlebt. In dem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.